Die Deutsche Bischofskonferenz hat sich erstmals offiziell zu den Missbrauchsfällen in katholischen Einrichtungen geäußert. Jetzt haben die deutschen Bischöfe dieses Problem auf dem Tisch. Keiner von uns hätte sich je vorstellen können, dass er solche Ausmaße wirklich erreicht. Die Gläubigen warten gespannt auf ein Zeichen des Bedauerns. Der Trierer Bischof Ackermann wird als Beauftragter für die Vorwürfe eingesetzt. Wir wollen hinhören, den Betroffenen Stimme geben, die sollen zu ihrem Recht kommen, dann natürlich auch die Beschuldigten zu konfrontieren, zur Rechenschaft zu ziehen, so das eben geht. Über ihr Leid konnten sie nicht sprechen, jahrzehntelang. Die Kirche wollte nicht sprechen. Mittlerweile hat die katholische Kirche zugesichert, den Kindesmissbrauch rückhaltlos aufzuklären. Aber tut sie das wirklich? Wie viele Täter tatsächlich ihre Machtposition in der Kirche so ausgenutzt haben, ist bislang kaum bekannt. Ebenso wenig die Zahl der Opfer. Angesichts des großen öffentlichen Drucks geht die Deutsche Bischofskonferenz 2011 auf ein Angebot des Kriminologen Christian Pfeiffer ein. Der Wissenschaftler soll das ganze Ausmaß erforschen. In Kirchenarchiven Täter und Opfer ausfindig machen, Strukturen aufdecken. Doch nach anderthalb Jahren beenden die Bischöfe plötzlich die Zusammenarbeit. Und jetzt alles aus. Die unabhängige Untersuchung der Fälle wurde jetzt gestoppt. Großer Schaden also für die Kirche. Unsere Kritik liegt darin, dass die Kirche faktisch Zensurrechte beansprucht hat. Das Vertrauensverhältnis, das es für ein solch großes, wirklich auch ambitioniertes Projekt braucht, die war zerrüttet, die ist zerrüttet. Ich glaube, dass sich zwei fremde Welten da begegnet sind. Ein profilierter Forscher, der natürlich möglichst objektiv, ohne Einmischung von außen, Daten erhebt, bewertet und dann ein Ergebnis präsentiert. Und auf der anderen Seite eine Bischofskonferenz, die genau weiß, dass wenn sie alle Daten, alles Material zur Verfügung stellt, mit höchst unangenehmen Wahrheiten konfrontiert wird. Die Bischöfe gehen ihren Weg der Aufklärung. Nach dem gescheiterten ersten Aufarbeitungsversuch starten sie einen neuen Anlauf. Bischof Ackermann stellt im März 2014 ein Konsortium aus Wissenschaftlern vor, das die Taten interdisziplinär erforschen soll. Wieder verspricht der kirchliche Missbrauchsbeauftragte Klarheit und Transparenz. Ergebnisse frühestens ab Sommer 2017. Die Wissenschaftler stehen vor großen Aufgaben. Um das gesamte Ausmaß des Missbrauchs beurteilen zu können, sollen sie in allen 27 Bistümern die Personalarchive untersuchen. Jahrzehnte zurück. Die Kirche bestätigt, alle Akten werden durch eigene Mitarbeiter herausgesucht und die Daten dann von diesen übertragen. Kirchliche Mitarbeiter sind ihren Bischöfen zu Gehorsam verpflichtet. Das heißt, alles, was die Wissenschaftler für ihre Untersuchung bekommen, liegt nur im Ermessen der Bischöfe. Im Personalarchiv finden sich Hinweise auf plötzliche Versetzungen eines Priesters. Um einen Fall aufzuklären, braucht es allerdings eine weitere Quelle: das Geheimarchiv. Das hütet der Bischof, so wie hier in Osnabrück. Im Geheimarchiv finden sich Details zu Sittlichkeitsdelikten. Den Schlüssel habe ich immer selbst an meinem Schlüsselbund. Das sieht etwa so aus. Die Akten stehen dann hier auf dieser Seite, so etwa ist das geordnet. Auch was die Wissenschaftler aus dem Geheimarchiv erfahren, bestimmen nur die Oberhirten. Bischof Bode sagt, er werde alles zur Verfügung stellen. Aber sehen das die anderen Bischöfe genauso? Ja, ich verstehe, dass es eine misstrauische Optik gibt an diesem Punkt. Ich kann aber nur natürlich darum werben, zu sagen, wir Bischöfe haben dieses Projekt angestoßen, wir wollen das. Im Erzbistum München und Freising sind Fälle sexuellen Missbrauchs systematisch vertuscht worden. Unter anderem sollen Akten vernichtet worden sein, um Missbrauchsfälle nicht öffentlich werden zu lassen. Der damalige Erzbischof Reinhard Marx hat 2010 eine Gutachterin beauftragt, die Missbrauchsfälle seit 1945 zu untersuchen. Fazit: Es habe Aktenvernichtungen in erheblichem Umfang gegeben. Das gesamte Gutachten hält das Bistum unter Verschluss. Die Kontakte, die ich durch meinen langjährigen Dienst in der Kirche hatte, habe ich gehört, dass es mindestens zwei Diözesen neben der schon bekannten Diözese München-Freising gab, die jetzt in dem Kontext die kodikarischen, also kirchenrechtlichen Normen zur Hand nahmen, um nach diesen Normen kirchenrechtlich korrekt
das Aktenmaterial zu entrümpeln und zu kassieren. Und da habe ich schon spontan gedacht, dass das den Opfern keinen Dienst tut, denn sie sind auf dieses Material angewiesen, damit man ihnen glaubt. Das Kirchenrecht bietet die Möglichkeit, Akten nach 10 Jahren zu vernichten und nur eine Zusammenfassung zu behalten. Doch in dieser fehlen oft wichtige Details, sagt Professor Schüller. Einige Bistümer sollen bewusst nicht geschreddert haben, um die Aufarbeitung zu erleichtern, so wie hier in Münster. Warum aber wurden in anderen Bistümern Akten offenbar vernichtet? Das heißt, auch hier gilt es natürlich noch, lebende Würdenträger zu schützen. Es gibt diesen Schutzmechanismus und der gilt natürlich auch noch für Bischöfe, die noch unter uns weilen. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe keine Hinweise, dass man sagt, da wird bewusst, irgendwelche werden Leute geschützt und deshalb werden Informationen nicht weitergegeben. Kinder wie Benedikt sollen besser geschützt werden. Deshalb erlässt die Kirche im Jahr 2002 erstmals sogenannte Leitlinien. In diesen regelt sie unter anderem, dass ein überführter Missbrauchstäter auch nach Verbüßung seiner Strafe nicht mehr in der Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt werden darf. Der damalige Regensburger Bischof Müller aber hält sich nicht daran. Die von der Bischofskonferenz erlassenen Leitlinien werden erst gültig, wenn ein Bistum sie offiziell in die eigene Rechtsordnung aufnimmt. Ein wichtiger kirchenrechtlicher Aspekt dabei ist aber bisher öffentlich kaum bekannt. Wer missbraucht Kinder? Was sind das für Täter? In den wenigen Studien, die die katholische Kirche bisher in Auftrag gegeben hat, wird behauptet, es seien kaum Pädophile, also Männer, die auf Kinder stehen, sondern frustrierte, vereinsamte Kleriker, die zum Teil unreif seien, sogenannte Ersatzhandlungstäter. Namhafte Wissenschaftler halten den Zölibat, das partnerschaftslose Leben, für eine mögliche Ursache. Das würde ja voraussetzen, dass die zölibatäre Lebensform ein Punkt ist, der Menschen besonders sozusagen gefährdet, Täter zu werden. Also das sozusagen verstärkt. Aber das müsste ja erstmal bewiesen werden.